Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflussen die Sterne und Sternbilder unserem heutigen Tag am 30. August 2017? Mond befindet sich gerade im Tierkreiszeichen Schütze. Bei den Schützengeborenen dreht sich etwas und es ist eine Vorwärtsbewegung. Die Schützengeborenen haben gerade Glück in die Liebe, Partnerschaft. Sie haben Kraft und Mut. Es ist auch eine Heilenergie. Die Schützengeborenen bringen etwas in Form. Die Gespräche sollen sie noch abwarten. Es kann auch bedeuten, dass es nähert sich eine Nachricht, weil jemand kehrt von der Vergangenheit zurück. Die Termine oder ein Vertrag unterschreiben ist ein besserer Zeitpunkt ab 1. September. Also mit den Gesprächen kann heute Spannung sein, also das lieber vermeiden. Die Schützengeborenen haben eine tolle Energie, etwas loslassen, beenden, von etwas trennen oder kündigen, all das, was die belastet. Das ist eine Art Befreiung und es hilft auch, etwas Neues zu beginnen. Und diese Chancen, Möglichkeiten haben gerade die Schützengeborenen. Worauf sie achten sollen, das sind die Gefühle von Vergangenheit, die Enttäuschungen, aber auch achtsam sein, weil es kann passieren, dass jemand versucht, etwas vorzutäuschen. Im Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen kommt in die kommenden Tagen etwas in Bewegung. Die Steinbock-Geborenen haben eine gute Zeit, etwas beenden, etwas trennen, von etwas trennen, loslassen. Es ist auch eine Art Befreiung. Die Steinbock-Geborenen sollen überlegen, wo sie ihren Kraft einsetzen. Wenn das zu stressig ist, dann verlieren sie die Gleichgewicht und fühlen sie sich kraftlos. Und in die Liebe, Partnerschaft sind noch Unklarheiten da. Bei Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen ist wichtig, etwas anschauen, aktiv zu sein, auf anderen zuzugehen. Das sind die Gespräche, vielleicht nicht im Augenblick, aber in den kommenden Tagen auf jemanden zuzugehen. Dann auch die Liebe, Partnerschaft ernst zu nehmen. Hier ist auch wichtig ein Ausgleich, Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen, auf anderen zuzugehen. Und kleinere Veränderungen sind möglich bei den Wassermann-Geborenen. Wichtig ist, aktiv zu sein, auf anderen zuzugehen und im inneren Gleichgewicht bleiben. Bei Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen ist auch möglich, dass alten Gefühlen spürbar sind. Und das sind Enttäuschungen. Kann auch bedeuten, dass jemand versucht, etwas vorzutäuschen bei den Fischengeborenen. Sie sollen lieber abwarten, weil es ihnen noch etwas unklar oder undeutlich. Also die Liebepartnerschaft fühlt sich unsicher an. Auch wo sollen sie aktiv sein, wo sollen sich ihre Kraft einsetzen, da sind auch ein gewisse Unklarheiten da. Also wichtig ist erstmal zurückziehen, die Intuition vertrauen, etwas noch planen, vorbereiten, etwas überprüfen und darauf achten, was für Einflüsse kommt von außen, weil das kann zu Enttäuschungen führen. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist die Liebesenergie und das ist Glück in die Liebe. Partnerschaft kommt auch guter Einfluss von außen. Eine Nachricht nähert sich, das kann von Vergangenheit, also Kontakte von Vergangenheit sein. Und für eine Veränderung, ob es kleinere Veränderungen sind oder größere Veränderungen, ist gerade der richtige Augenblick und die Wiedergeborenen haben auch die Kraft und die Mut gerade. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen sollen darauf achten, dass die Gespräche noch diesen Monat stattfinden oder die Termine oder Verträge. Ab Anfang September sind Einschränkungen da oder Missverständnisse.
Die Stiergeborenen fühlen sich im Augenblick kraftlos und es ist eine gewisse Spannung spürbar ist im Augenblick. In den kommenden Tagen beruhigt sich aber alles und habe mehr Kraft und mehr Bewegung bei den Stiergeborenen. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig ein Ausgleich, inneren Gleichgewicht, etwas vergleichen. Und wenn dieser innere Ausgleich da ist und die innere Ruhe, dann fühlen sich die Zwillingsgeborenen die Kraft und die Mut, haben auch gute Zeit in die Liebe, Partnerschaft und eine Nachricht nähert sich in die nächste Zeit. Heute sind die Gespräche vielleicht nicht so angenehm, aber in den kommenden Tagen verbessert sich das alles. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen verspüren gerade einen inneren Unruhe. Die Möglichkeiten sind etwas begrenzt und die Krebsgeborenen haben das Gefühl, dass sie ungerecht behandelt werden, also Ungerechtigkeit. Wenn etwas gibt an ihrem Leben, was die begeistert, etwas Neues, dann sollen sie in die Richtung aktiv zu sein, weil damit haben sie wieder die Gleichgewicht. Im Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben Glück in die Liebe. Sie haben auch Möglichkeiten, Chancen und da sollen sie auch aktiv sein. Die Löwengeborenen haben gerade Kraft und Mut und eine Nachricht nähert sich. Kann auch das mit der Vergangenheit zu tun haben. Im Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist noch etwas unklar, undeutlich, auch die Gespräche, die Handlungen. Es kehrt aber etwas zurück, das dreht sich wieder alles. Heute fühlen sie sich ein bisschen unruhig, aber ein bisschen Geduld noch in den kommenden Tagen beruhigt sich das alles. Im Tierkreiszeichen Waagengeborenen haben Möglichkeiten, Chancen. Die bekommen auch Recht und die kleineren Veränderungen haben Glück, gerade die Waagengeborenen. Aber sie haben auch Glück in die Liebe, Partnerschaft und sie haben Mut und Kraft. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben Glück in kleineren Veränderungen und in vertrauter Umgebung oder Glück in auf eine kleine Reise. Und wenn es um Gespräch geht oder ein Vertrag oder ein Termin, sollen jetzt noch handeln, weil sind die Möglichkeiten eingeschränkt zwischen 1. und 10. September. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Und ich möchte die Astrologie etwas näher bringen. Was für Möglichkeiten. Und zum Schluss etwas über Geburtshoroskop. Ein Geburtshoroskop ist nichts anderes als ein göttlicher Plan und zeigt das ideale Lebensweg. Wir Menschen befinden wir uns nicht immer in diesem Lebensweg, sondern wir machen oft Umwege. Und dann frage ich Ihnen, wo in welchem Weg befinden Sie gerade? Befinden Sie sich in diesem königlichen Weg? Oder befinden sich in Umwegen, sogar in einer Sackgasse. Und wieder im richtigen Weg zu führen, hilft die Astrologie und dabei kann ich Ihnen helfen. Unten bei der Beschreibung befindet sich meine Kontaktdaten. Und das war für heute. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.